Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuschauer, zum 50. Online-Part von Mario Kart 8. Ja, nur leider muss ich auch eine traurige Nachricht geben. Es wird der letzte Online-Part sein. Ja, welche Gründe das haben wird, das werde ich in dem Video heute erläutern. Aber ich denke mal, es wird noch Zeit, dass ich euch eine letzte Funktion hier zeigen werde. Es wird, denke ich, aber nicht das letzte Mal sein, dass ihr Mario Kart 8 hier gesehen habt. Ich denke mal, ja doch, wenn das zweite DLC rauskommt, werde ich euch das definitiv auch noch zeigen, aber dann halt im Offline-Modus und nicht mehr online. Also online ist jetzt durch, würde ich sagen. Ich habe auch, denke ich mal, da genug gemacht hier. Aber gut, die Gründe wollte ich euch gleich sehen. Was ich euch noch zeigen wollte, ihr seht ja, denke ich mal, rechts unten die Amiibo-Features. Ich habe ja zwei, die mit Mario Kart 8 kompatibel wären, und das wären zum ersten, nämlich Mario, und der zweite im Bunde wäre der Link. Ja, zwei Amiibos, die ich hatte, die mit Mario Kart 8 kompatibel sind. Ja, wie gesagt, das Feature hier in Mario Kart 8 ist jetzt wahnsinnig bombastisch. Ja, sie schalten ja Sweets für die Mies frei. Ja, der Wahnsinn, ne? Ja, naja, wie dem auch sei. Das war es jetzt eigentlich noch, was ich euch noch mehr, ja, noch unter anderem zeigen wollte. So, dann würde ich ja mal sagen, wir sehen uns dann gleich mit einem der Mii-Anzüge, denke ich mal. Ja, ich werde nochmal zum Schluss mal Mii fahren. Ja, sehen wir uns dann gleich dort und... ist das denn Plus? Ach so, ich kann auswählen. Ah, interessant. Das wusste ich auch noch nicht, dass ich auswählen kann, ob mit DLC oder ohne. Naja, gut. Wissen wir auch jetzt. Gut, ja genau, ich fahre dann auch mal zum Schluss mit meinem Mii. Und dann, ja, ich würde sagen, der Mario Sweet, ne, der sieht schon ein bisschen besser aus. Die Brille, die finde ich, passt überhaupt nicht. Komm, nehmen wir den Mario Sweet. Der passt ein bisschen besser. Gut, ja, ja, ich würde sagen, da bin ich eigentlich zufrieden. Mein Mii ist jetzt nicht gerade das Beste wirklich zum Fahren, aber, oh, ich nehme den hier. Der hat noch sogar ein besseres Tempo. Ja gut, dann nehme ich den hier, aber dann nehme ich, glaube ich, die schwarzen Slick-Reifen, die passt ein bisschen besser dazu. Okay, machen wir das so. Okay, und wir sehen uns gleich wahrscheinlich in dem Rennen, aber ich denke mal, ich muss nicht wirklich skippen. Nehmen wir einfach mal die Wario-Abfahrt. Ich musste mich jetzt schnell entscheiden. Der Entscheidungsdruck war zu groß. Aber gut, wenn jetzt diese andere neue Stage kommt, Strecke, dann wäre ich auch damit zufrieden. Aber nein, es kommt die hier und ich muss sogar noch nicht mal cutten. Wunderbar. Ja, ja, also die Themen, die ich heute ansprechen wollte, sind drei Stück. Zum ersten Mal, was es das letzte Wochenende gab, und zwar das eine und dann interessantere zu zwei neuen Spielen. Oder haben auch noch andere Amiibos, sehe ich. Naja gut, zu zwei, drei interessanten Spielen gab es neue Infos, die nächstes Jahr erscheinen werden. Und dann möchte ich ja natürlich auch noch gegen Ende sagen, warum ihr hier heute den letzten Online-Part von Mario Kart 8 zu sehen bekommt. Ja, zuerst einmal, was es das Wochenende gab. Es wurde in Japan die Game Awards verliehen, nenne ich das jetzt, glaube ich, ich habe das jetzt nicht ganz im Kopf, genau so hieß die Veranstaltung auf jeden Fall. Und da ging's, gut, ich weiß nicht genau, was da jetzt genau ausgezeichnet wurde, ich habe das jetzt nicht so auf dem Schirm gehabt, weil ich das Wochenende nicht zu Hause war. Wow, das war ganz schön knapp. Jedenfalls wurde in wie soll ich das jetzt nennen? Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Im Verlauf dieser Sendung, also zumindest ich weiß nicht, irgendwie. Auf jeden Fall wurden von Nintendo aus Infos zu zwei neuen Spielen angekündigt, und ich denke mal, ich fange mal mit dem ersten Spiel an, und zwar geht es um den Mario Maker. Ja, das lustige Spiel, in dem es endlich soweit ist, dass man zum ersten Mal legal seine eigenen Mario Level kreieren kann. Und ich freue mich echt schon riesig auf den Titel, kann ich ja schon mal so viel sagen, aber es wurde auch Neues bekannt. Es war ja bisher so bekannt, dass man... Oh, und ich fahre mir echt schon wieder eine Grütze zusammen. Ja, es war bisher bekannt, dass man die Level im Stile von dem allerersten Super Mario Bros. Erstellen kann. Oder halt im zeitgemäßen New Super Mario Bros. U Design.
Aber jetzt ist es so in dem Trailer, wie man es gesehen hat, dass es zwei weitere Stile geben wird. Und da freue ich mich riesig drauf, dass es diese zwei Stile auch höchstwahrscheinlich im Spiel geben wird. Stil Nummer 1, Super Mario Bros. 3. Mein Stern hat eigentlich noch da gezählt, eigentlich so, aber nö, muss ja, war in dem Moment natürlich weg, klar. Und zum anderen, der nächste weitere Stil ist Super Mario World. Sich auch richtig episch finden, aber gut, ich sehe schon, wir sind wieder perfekt zum Ende gekommen und deshalb bin ich leider noch nicht durch. Deshalb Fortsetzung im nächsten Rennen. Ach, wie sehr habe ich diese Strecke vermisst. Nicht wirklich. Naja, wie dem auch sei, wir waren vorhin stehen geblieben bei den neuen Stilen aus des Mario Makers. Ich finde es, wie gesagt, richtig geil, dass es die beiden Stile auch im Spiel geben wird. Das ist natürlich nur die Frage, ist zwar schön, dass die jetzt so vorgestellt wurden, aber... Also das frage ich mich jetzt so, aber es kann ja eventuell sein... dass die eventuell ja auch als mögliche DLCs es geben wird. Ich hoffe es jetzt mal nicht, aber man weiß ja nie. Wir haben ja jetzt ja mittlerweile die DLCs ja entdeckt und die Amiibos sind ja auch ein gutes Beispiel dafür. Aber gut, wir wollen ja mal nicht den Teufel an die Wand malen. Ich freue mich auf jeden Fall riesig drauf auf das Spiel. Ich möchte es natürlich auf jeden Fall auch hier oder auf dem NMAC-Kanal bringen. Ich weiß noch nicht genau, wo ich es machen werde. In dem Vorfeld habe ich mir auch schon geplant, Super Mario World zu machen. Das hatte ich sowieso schon die ganze Zeit vor und das würde dann halt noch besser passen. Ja, und sehr schön, dass ich den Bowser da noch getroffen habe. Boah, ich muss echt auch erstmal gucken hier. Aha, cool. Ich will wissen, wie ich da jetzt getroffen wurde und sie vor allen Dingen auch diese... Oder der oder die Fahrerin von Katzen Peach. Ah, gut. Ja, und das war jetzt natürlich wunderbar. Sehr wunderbar. Und vor allen Dingen, dass ich ihn auch nicht getroffen habe. Och, das läuft ja schon wieder perfekt hier, echt, ey. Bezahlt sich aus, wenn man kaum noch Mario Kart 8 spielt und nur noch Smash Bros. Am Suchten ist. Naja, gut. Ja, ich denke mal, es wäre eigentlich mittlerweile, denke ich mal, jetzt alles zu, ja, besagt zu Mario Maker. Es wird ein geiles Spiel. Man hat auch schon ein paar Beispiele gesehen. Ich freue mich auf jeden Fall richtig drauf, obwohl ich ein bisschen Angst habe, dass ich... Ihr könnt mir ja natürlich dann Level schicken, obwohl ich dann vermute, dass das so abgehen wird, wie eventuell... dass die auf Kaizo-Niveau sind. Aber gut, da muss ich mich ja wohl mit abfinden. Ich denke mal, die letzten Level von Super Mario 3D World, die werden nochmal um einiges getoppt werden. Aber gut, das liegt ja auch mittlerweile hinter uns. Ja, zum zweiten Titel werde ich gleich drauf eingehen, aber ich kann schon mal sagen, das wird nochmal lustig werden, der letzte oder der zweite da vorgestellte Titel. Und das könnte echt eine große Sache werden, auf jeden Fall. Aber gut, wir reden gleich darüber. Das ist doch nochmal eine schöne Strecke für einen für den letzten Online-Part. Ja, zum zweiten Spiel, welche auf der Game Awards Show präsentiert wurde und ich echt den Schnellstart überhaupt nicht mehr hinbekommen. Ja, Spiel Nummer 2, The Legend of Zelda für Wii U. Ja, Titel ist natürlich immer noch nicht bekannt, deshalb... Ja gut, Arbeitstitel, glaube ich. Ich glaube, er heißt auch sowieso nur The Legend of Zelda. Aber naja, wie dem auch sei, ist nicht der Titel von relevant, sondern was da gezeigt wurde. Und das sah echt, ja, wie soll man sagen, bombastisch aus. Also, wie soll man das jetzt genau beschreiben? Also man hat gesehen, wie der Hauptproduzent davon, Zelda, Numa... und Miyamoto durch die Welten geritten sind in einer riesigen Welt mit einer riesigen Sichtweite und also ich denke mal, da steht echt was Großes bevor. Dann noch die Pferdsteuerung und boah, das könnte echt ein riesen Titel werden, also da steht uns echt was Geiles bevor, glaube ich mal. Aber gut,
richtig loben. Jetzt schon, das hat man auch vor Skyward Sword und ja, was dann dabei rauskam, das war eher Durchschnitt. Aber gut, wir wollen jetzt auch noch nicht den Teufel an die Wand malen. Das, was man gesehen hat, sah auf jeden Fall nicht schlecht aus, meiner Meinung nach. Die Trailer und die Videos findet ihr im Übrigen natürlich wieder in der Videobeschreibung, wenn ich das natürlich nicht vergessen haben sollte. Ich hoffe es jetzt mal nicht, aber man weiß ja nie. Gut, ich freue mich auf jeden Fall da schon drauf und ich denke mal ihr auch. Also, das könnte ein richtig geiler Titel werden. Außerdem wurde schon ein grober Zeitplan bekannt, sogar schon für das nächste Jahr. Erst erscheint, es erscheint Majora's Mask, das Remake. Dann soll Star Fox schon kommen, das für die Wii U. Auch nicht schlecht, hat man auch noch nicht so wirklich viel von gehört, aber ja, es kommt auch dann schon nächstes Jahr. Und dann Richtung Weihnachten dann auch schon Zelda U. Ja, also das scheint mal kein schlechter Plan zu sein, würde ich mal so sagen. Und genauso war das jetzt nicht so schlecht, dass ich hier mal Erster geworden bin, sogar noch in dem letzten Part. Und dann auch noch auf dieser epischen Strecke. Ja, besser geht's doch gar nicht. So, nachdem wir jetzt aber in die Zukunft geschwärmt haben, geht's jetzt aber leider zu einem etwas, ja, ernsteren Thema. Ich hab's dir am Anfang gesagt, es ist der letzte Mario Kart 8 Online-Part. Was sind die Gründe? Ja, eigentlich gibt's eigentlich nur einen ganz einfachen Grund. Es hat weniger mit einer Lust oder so zu tun, was man mir eventuell ja manchmal auch vorwerfen kann. Gut, das hat zum Glück keiner getan, was ich auch gut finde, ehrlich gesagt, aber nein, das ist es definitiv nicht. Das einzige Problem, was ich in letzter Zeit immer habe, das ist, die Videos werden mir zu groß und ja, Mario Kart 8 beispielsweise ist da so ein Paradebeispiel. Und es ist ja auch nicht immer so, dass es wirklich Relevantes zu bereden gibt in diesen Parts. Und ich denke mal, man kann das auch beispielsweise jetzt in Smash Bros. Eventuell packen, wenn es da irgendwas gibt. Vor allen Dingen, weil das jetzt auch ein bisschen aktuellerer ist. Und wie gesagt, es ist leider so, dass diese Wii U-Projekte, die ich ja jetzt sogar auch in 60 FPS mache und sogar höhere Qualität als sonst, ja. Früher habe ich die ja einfach nur in 27p gemacht. Eigentlich sogar nicht mal mit der besten Quali oder so und gut ist. Aber ja, jetzt sage ich mir so, komm, jetzt kannst du auch mal ein bisschen höher in der Quali gehen und dann auch mal versuchen. Und dann auch mal die 60 FPS reinhauen. Ja, nur das verballert ordentlich Zeit, kann ich euch sagen. Und vielleicht muss ich doch noch ein Rennen beanspruchen, um auszureden. Naja, gut, die Strecke ist aber leider ziemlich kurz. Ja, auf jeden Fall dauert es ein Video bei mir Stunde bis zwei zu rendern. Dadurch, dass es 60 FPS und 1080p ist. Gut, 27p und 30 FPS beispielsweise zum Vergleich dauert auch jetzt nicht. Ist jetzt auch nicht mal in 10 Minuten jetzt erledigt, aber das geht ja noch. Aber ja, und dann kommt natürlich noch das Hochladen dazu und das haut richtig rein. Da ist man mal gut 3 Stunden ungefähr beschäftigt. Und ja, es ist so eine Sache, die echt schwer wird. Aber gut, die letzten Punkte im letzten Rennen. So, ja, sehen wir nochmal diese Strecke, aber gut. Ich denke mal, es ist ja jetzt alles gesagt, denke ich mal. Also wie gesagt, es dauert echt äußerst lange, so ein Wii U-Projekt jetzt hochzuladen und auch zu rendern. Und ich denke mal, es wäre dann halt das Beste, wenn es, denke ich mal, jetzt bei Smash Bros. Vor Wii U bleibt, als einziges Wii U-Projekt erstmal. Ich denke mal, wie gesagt, wenn der zweite DLC kommt, den werde ich euch natürlich definitiv auch zeigen, aber dann halt nur offline. Oder ihr seht mich vielleicht auch mal wieder auf NMAC, wenn das da auch wenn das noch da läuft, aber ich gehe mal davon aus. Dann werdet ihr mich höchstwahrscheinlich auch da sehen. Hatten wir auch damals beim ersten DLC gemacht. Für die, die es vielleicht nicht wissen. Und ja, deswegen. Ich hoffe mal, ihr seid jetzt auch nicht ganz so enttäuscht. Weiß ja nie so. Aber ja, ich denke mal, das ist das Beste. Gut, ich fand jetzt eigentlich so, dass Mario Kart 8 jetzt nicht ganz so schlecht war. Also, aber mir ist das sowieso relativ egal. Ich mache das halt, weil es mir Spaß macht. Und ich finde, das ist auch das Wichtigste. Man sollte jetzt eigentlich nicht
in erster Linie darauf gehen, ja, dass das Video jetzt 1000 Mal bewertet wurde und dass das 50.000 Views generiert hat und so ein Quatsch. Ist mir relativ egal, wenn ich ehrlich bin. Nicht komplett ist egal, weil ein bisschen möchte man schon was davon haben, wenn ich ehrlich bin. Aber wie gesagt, ich mache das eigentlich alles zum Spaß. Und ich hoffe, deshalb seid ihr nicht ganz so traurig. Und wie gesagt, ich denke mal, bei Smash Bros. Werden wir auch noch das eine oder andere coole sehen, obwohl das jetzt ziemlich lame war. Naja, wie gesagt, mein Skill ist hier sowieso in Mario Kart auch immer mit der Hand abzulesen. Aber gut, das ist es eigentlich auch in Smash Bros. Aber naja. Gut, dann hoffe ich mal, es hat euch dieser letzte Part gefallen. Ja, natürlich unbedingt, wenn ihr Lust habt, bei den anderen Videos vorbeischauen. Würde mich freuen. Ja, und natürlich könnt ihr auch gerne eure Meinung zu den Neuigkeiten zu Mario Maker und Zelda U äußern. Würde mich auch mal interessieren, was ihr davon haltet. Eine riesige, gigantische Welt, die man frei erkunden kann, was man so gesehen hat. Oder auch das Super Mario World und auch Super Mario Bros. 3 in Mario Maker als Stil vorhanden sind. Gut, also euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Bis dann und tschüss, euer Jake.